So, das Regio TV Plus für euch in der vierten in Rheinach. Bei mir ist der Matthias. Matthias, was macht ihr? Es ist mega, was hier abgeht. Ja, das ist der Swiss Jump Cup. Das ist ganz ein neuer Wettkampf, den wir jetzt zum ersten Mal durchführen. Am Morgen besteht es mehr aus Speed-Disziplinen, wo jeder Einzelne etwas gemacht hat. Und jetzt am Nachmittag tut man mehr in der Gruppe, also im Verein eigentlich, gegen die anderen Vereine antreten und so in verschiedenen Disziplinen möglichst gut springen. Du sagst, es ist etwas Neues und verwendest das Wort Verein. Also es gibt schon Vereine. Was sind es für Vereine? Wer sind Gäste, die eingeladen worden sind von euch? Ja, so organisiert ist von den Rheinach-Skippers worden, hier lokal natürlich von den Rheinacher. Wir haben Gäste aus der ganzen Schweiz, also von Steffisburg, von Luzern in der Nähe, aber auch von Zug in der Nähe, von Bar und eigentlich wirklich aus der ganzen Deutschschweiz reisen die Vereine an. Aber es dürfen natürlich noch gerne ein bisschen mehr Vereine haben. Aber es ist eine Wahnsinnsstimmung. Du bist selber jetzt auch voll involviert. Wie läuft es bei dir im Team? Um was geht es überhaupt? Ist es wirklich nur gewinnen? Ist es einfach die ganze Länge können füllen? Bei mir geht es natürlich auch darum, nicht nur ums Gewinnen, sondern dass alle ein bisschen etwas machen können. Bei den Kindern geht es mehr darum, natürlich zu gewinnen. Die wollen natürlich hierher kommen, um den ersten Preis abzuholen. Aber ja, es geht darum, jetzt hier zum Beispiel, wo wir sehen im Hintergrund, dass einfach möglichst viele Leute in ein langes Seil hineingehen. Jetzt hier das Double Dutch. Und dann einfach die, die am meisten Leute hineinbringen, die haben gewonnen und stehen auf dem ersten Platz. Jetzt vorher hat man nur ein Seil gehabt. Dort war, glaube ich, schon das Ziel, dass die ganze Formation es schafft. Und muss man dann wie viele Umdrehungen noch schaffen? Eigentlich gar keinen. Auf mindestens eine. Es müssen einfach ein Zelt möglichst viele Leute hineinzugehen. Und wenn man es schafft, eine drüber zu kumpen, dann zählt man als Person, die im Seil springt. Ja, und dann geht es wirklich darum, alle, die man hat, hineinzutun oder so viel wie möglich halt. Jetzt habe ich hier gerade ein Dreierteam von Rheinach bei mir. Du bist? Anouk. Celia. Und? Amanda. Was gefällt euch jetzt so speziell? Was treibt dir dazu, deine Trainingszeiten und den Sonntag herzugeben? Es ist sehr abwechslungsreich. Man kann alles Mögliche ausprobieren und es macht mega Spass. Wann hast du angefangen? Schon als ganz kleiner Hüpfer? Nein, wir haben angefangen 2015, glaube ich. Und ja, seitdem. Aber wie bist du denn dazu gekommen? Wir haben einen Workshop in Rheinach gemacht und dann hat es uns sehr viel Spass gemacht. Hat sich förmlich gepackt, das sind die Gumpen. Wie kann man so etwas überhaupt trainieren? Wie macht ihr das? Gibt es da Anleitungen oder ist das einfach immer wieder üben? Ja, also es ist eigentlich immer wieder üben, eigentlich die Hauptsache. Aber auch halt, wir haben so ein Heftchen zum Beispiel, dort sind verschiedene Sprünge drin. Und das kann man dann auch aufmachen und immer wieder Sprünge lernen. Und ja, das dann immer wieder trainieren. Und dann ja, eigentlich ja. Jetzt darfst du noch ein bisschen werben, Trainingsmöglichkeiten. Ja. Wie finden wir den Weg zu euch, wenn und was? Also jeden Dienstagabend trainieren wir im Surbaum in Rheinach. Von 5 bis 6 sind die Kleinen, das heisst einfach die Jüngeren, Anfänger. Und dann von 6:30 bis 8 trainieren die Fortgeschritteneren. Also man kann gerne einfach mal reinschauen und wenn man Lust hat, einfach uns anschreiben. Man findet uns auch im Internet unter rheinachskippers@gymnu.com.